Stimmt es, dass bei Goldman Sachs in Frankfurt nur 15 bis 20 Leute im Jahr anfangen können? Ja, also für das Investmentbanking-Team auf jeden Fall sind teilweise sogar noch ein bisschen weniger, teilweise sind es ein bisschen mehr, aber tendenziell eher ein bisschen weniger. Und Goldman ist dann schon hat ein relativ großes Team. Ne? Also bei anderen Firmen, bei anderen Bulge Brackets auch fangen pro Jahr irgendwie nur 4, 5, 6 Leute an in Frankfurt. Also es ist halt wirklich sehr selektiv, weil du hast halt A, ultra viele Leute da rein wollen und B, das Problem, die Firmen nehmen nur super wenige Leute. Deshalb ist es ja auch so schwierig, dort reinzukommen. Ich meine, wäre es super leicht, würden die pro Jahr 500.000, also 500 oder 1.000 Leute einstellen. Dann würden wir jetzt kein Coaching machen müssen, wie man da reinkommt am besten und wie man sich da den entscheidenden Vorteil sichern kann, weil dann wäre es nicht so schwer. Aber da es halt so ultraselektiv ist, da es einfach nur so wenige Plätze gibt bei den Top-Firmen, wo so viele rein wollen, macht es halt Sinn, da auch eine Karriereberatung an der Seite zu haben, die dir dann halt ganz viel Vorteil in den Bewerbungsprozessen auch gibt.